Hey ihr da draußen und ganz herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich bin hier ganz entspannt auf meinem Account und zweiter Account, habe hier ein Pferd gekauft im letzten Video, bin immer noch mega happy, war seitdem aber nicht mal online und jetzt ist es an der Zeit, ich möchte gerne mal wieder eine Challenge starten. Oh Gott, ey, es läuft mal wieder richtig gut bei mir. Und ich erzähle euch gleich, was unser heutiges Ziel der Challenge ist. Ich würde sagen, Pferd gepflegt, dann steigen wir auf und let's go! Zuallererst muss ich mich ganz kurz mal die Tageszeit einstellen, weil es ist mir hier ein bisschen zu dunkel. So ist schon deutlich besser. Okay, und jetzt kommen wir zur Challenge. Denn unser heutiges Ziel ist es, in einer bestimmten Zeit so viele Frühlingsmarken wie möglich zu sammeln. Und zwar handelt es sich um eine Zeit von 15 Minuten, also eine Viertelstunde. Ich glaube, das ist so die Zeit, die ich so theoretisch täglich aufbringen könnte, um Frühlingsmarken zu sammeln. Und ich will einfach sehen, wie viel schaffe ich in der Zeit, wie viele Frühlingsmarken sind möglich. Und ich würde sagen, das machen wir als richtig gute Challenge. Ich kann sie gerne auch mal probieren. Ich bin gespannt, wie viel ich schaffe. Ich hoffe schon ein paar, weil dann, ja, ich brauche die auf jeden Fall. Das ist unsere heutige Challenge. Ich bin sehr gespannt und ich werde euch viel Musik einblenden, immer wieder was reinreden. Nee, ich quatsche jetzt schon mal gar nicht so viel. Ich würde sagen, lasst euch überraschen. Wir starten in die Challenge rein und hoffen einfach, dass wir sehr erfolgreich rausgehen. Ich würde sagen, meine Lieben, let's go, lasst die Challenge beginnen. So Leute, ich habe euch gar nicht gesagt, ich hatte zu Beginn 31 Frühlingssachen und jetzt habe ich ja schon die ersten drei bekommen, nach der kurzen Zeit. Ja, wild, erstmal Netzwerkfehler. Okay, oh mein Gott, Leute, ich hatte erstmal einen Netzwerkfehler, richtig, richtig belastend. Aber jetzt ziehen wir natürlich direkt weiter durch und ziehen halt die Zeit ab. Weiter geht's, meine Lieben. So Leute, es ist geschafft. 10 Minuten haben wir. Zwischenstand zeige ich euch mal. Das sieht irgendwie gar nicht mal so gut aus. Aber egal, wir machen direkt weiter mit dem Rennen. Nee, warte, es bringt nichts. Wir kriegen keine Frühlingsteile. Okay, okay, okay. Gruppenrennen. Wir müssen Gruppenpartner finden. Thank you.
Das war es jetzt auch mit den ganzen Rennen und so weiter. Ich habe durchgerasert. Ich habe fast keine Person für ein Gruppenrennen gefunden, aber dann habe ich doch noch eine Person für ein Gruppenrennen gefunden. Und ich muss euch aber ehrlich sagen, es waren keine 15 Minuten, es war länger. Es waren nämlich 20 Minuten, obwohl ich durchgesprintet bin wie eine Verrückte, aber man kriegt es am Ende schneller hin. Vielleicht kriegt ihr mehr hin in 20 Minuten. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie viele Frühlingsmarken ihr in 20 Minuten sammeln konntet. Dankeschön an die Ivy an der Stelle, die mir geholfen hat, die Gruppenrennen zu meistern. Und jetzt schauen wir mal einmal in den Rucksack und die Rechenprofis von euch, Kopfrechenprofis, die haben es schon erkannt, ne? Denn mit unseren lächerlichen 24 Frühlingsmarken können wir jetzt eine Runde shoppen gehen. Es ist total lächerlich. Wir haben ungefähr jede Minute eine Marke bekommen und ja, damit könnten wir uns jetzt zum Beispiel einen Helm kaufen. Das ist ein sehr ernüchterndes Ergebnis. Deshalb ich hoffe, dass einige von euch vielleicht ein bisschen besser dran kamen und besser, ja, diese Challenge umgesetzt haben als ich, weil es ist schon ein bisschen traurig so, so an sich. Ich schaue jetzt mal, was ich mir noch hiervon einkaufe. Und ansonsten freue ich mich natürlich über eure Kommentare. Wie viele Frühlingsmarken schafft ihr ehrlich in 20 Minuten? Vielleicht toppt es ja jemand. Ich habe mich jetzt entschieden, dass ich mir dieses Set auf jeden Fall noch holen will. Ich mag zwar eigentlich dieses Goldene nicht so, aber ich feiere es irgendwie trotzdem. Und wir fangen jetzt mal an mit der Trense. Was der Gegenstand kann nur von den folgenden kaufen. Ich hoffe. Ah, okay. Ich habe gerade kurz einen Schock bekommen. Ich kann mir leider gerade noch nicht den Sattel leisten. Oh, Pain. Aber egal, das wird noch kommen. Das wird noch kommen. Wir haben uns zumindest jetzt eine Sache kaufen können. Es ist sehr traurig. Die Challenge. Ich weiß nicht, ob ich sie erfolgreich abgeschlossen habe. Aber ich habe sie versucht und ich bin gespannt, wer von euch sich vielleicht besser geschlagen hat. Und ich würde sagen, für mich geht es jetzt auch ab ins Bett, denn es ist mittlerweile 0:45 Uhr und ich sollte eigentlich schon längst im Bett sein. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag, viel Spaß beim Ausprobieren der Challenge und natürlich noch viel Spaß bei der letzten, nee, vorletzten Woche, glaube ich, des Reitsportfestivals. Ich hoffe, es ist nicht schon die letzte. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche und ich werde die Woche auf jeden Fall auch noch mal streamen, deshalb gerne Glocke aktivieren und ansonsten würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben, und macht's gut!